Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal für Reisen und Events. Heute am 11.12.21 bin ich in Bamberg unterwegs und schlendere hier gerade mal über den Markt, der in normalen Zeiten eigentlich voll wäre mit Weihnachtsbuden und Glühwein und sonstigen Dingen. Aber dieses Jahr und auch letztes Jahr ist eben alles anders. Und ich werde heute mal ein paar Eindrücke aus dieser Stadt einfangen und mit euch teilen. Also viel Spaß! Ich laufe jetzt erstmal über den halbleeren Platz vor zur Müller-Drogerie. Lichtverhältnisse sind heute allerdings nicht besonders optimal. Aber damit muss man halt mal zurechtkommen. Traditioneller Imkerstand aus Bamberg. Lenamoden, Mützen und Schals. Alles so für die kalte Jahreszeit. Einige Essensstände mit gebührendem Abstand. Dann stand die Zirpe, Königin der Alpen. Da werde ich mich nachher mal informieren, was es damit auf sich hat. Auch hier sind trotz allem eine ganze Menge Menschen unterwegs. Hier ein Glühweinstand. Aber ich habe vorhin schon gerade eine Bratwurst und Glühwein genießen dürfen. Jetzt gehe ich dann erstmal in Richtung Grüner Markt. Hier gibt es heiße Maronen. Habe ich noch nie gegessen. Naja. Hier haben wir dann einen größeren Stand mit Blumen und Weihnachtsdekorationen. Auf der rechten Seite dann den Schuhzeiler. Was ist denn der Kochlöffel? Frisches Obst und Gemüse. Bamberger Hummler. Textilwaren. Ich
Ja, ich wollte es sagen. Mützengeschäft. Schneiders Hutmanufaktur. Mal ein Blick rüber zur Kirche. Ein Stand mit einer großen Auswahl an Käse. Oh, das ist nicht schlecht gelöst mit dem Bett. Dann machen wir wieder zurück. Das Café Der Beck, das habe ich beim letzten Mal auch schon mal aufgenommen. Ja, eine Benefizaktion vom Rodeo Club Bamberg, Baum der Hoffnung. Eine Menge kandierte Früchte und andere Süßigkeiten. Da werde ich mir jetzt erstmal einen Beutel holen. Nachdem ich an einem Stand ein bisschen kandiertes Obst gekauft habe, werde ich jetzt mal einen Rundgang mal fortsetzen. Hier ist dann noch ein Bratwurststand von Heckers. Rechts Klamotten Olynt. Jetzt laufe ich mal Richtung Restaurant Café Zeiss. Links ist dann ein Kunstgewerbeladen von Ostmarkt Nummer 6. Hier gibt es jede Menge Glühwein mit 2G-Regel. Was sich die Hunde da denken? Ziemlich viel Gewusel. Laufen wir mal da runter. Da gibt es dann auch wieder Glühwein, Apfelchen und Kaiserschmarrn. Café Zeiss.
der Springbrunnen vor diesem grünen Haus. Jetzt gehe ich mal in Richtung Rathaus. Jetzt laufe ich dann über die untere Brücke, über die Regnitz. Hier ist die Besucherfrequenz schon deutlich niedriger. Und mal ein kurzer Blick Richtung Klein-Venedig. Jetzt laufe ich mal Richtung Dominikanerstraße. Rechts der Laden ist Ebolds Genusswild. Ein Antiquitätengeschäft an der Ecke. G.E. Franke Kunsthandel. Sehr teure Preziosen. Auf der linken Seite der Straße ist dann die Weinhandlung Edelfrei. Hier bin ich dann in der Karolinenstraße, laufe jetzt Richtung Rathausportal.
der rechten Seite ist dann wieder ein Laden von Käthe Wohlfahrt. Beide zumindest ein bisschen Weihnachtsstimmung. Holzschnitzarbeiten und andere Dinge. Dann das Antiquariat Lorang. Kurzer Blick über die Regnitz. Und der berühmte Holzanbau am Rathaus. Eine Gesangseinlage. Durchgang ist dann noch eine Sammlung Ludwig. Hier dann nochmal die Erklärung dazu. Mit diesen Szenen aus dem vorweihnachtlichen Bamberg verabschiede ich mich heute von euch. Falls euch meine Videos gefallen, lasst bitte eine positive Bewertung da. Vergesst nicht, meinen Kanal für weitere spannende Videos zu abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.